alter Rabbi gewesen. Jesus ist nicht nur irgendwie ein inspirierender Mensch gewesen, der heute noch durch seine Jünger etwas Gutes tun möchte, sondern Jesus ist Herr. Jesus ist Gott. Und es ist doch erstaunlich, was der Paulus hier in diesem ersten Korintherbrief, in diesem 12. Kapitel tut, oder? Was sagt er nämlich im ersten Vers? Über die geistlichen Gaben möchte ich euch nicht im Unklaren lassen. Über die geistlichen Gaben möchte ich euch nicht im Unklaren lassen. Also das Interessante finde ich darin, dass er über die geistlichen Gaben sprechen möchte. Aber womit beginnt er? Mit Buße, mit Sündenerkenntnis, mit Bekehrung und mit Gotteserkenntnis. Ich glaube, dass hier ein ganz wichtiger Punkt für uns liegt, wenn wir uns in den kommenden Wochen über geistliche Gaben unterhalten wollen. Der Heilige Geist, und das ist vielleicht das Prinzip, das wir uns klar machen müssen, der Heilige Geist ist die treibende Kraft bei deiner Errettung gewesen. Und weil dem so ist, sollen wir in unserem Christenleben immer wieder neu aus dieser Kraft herausleben. Amen. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft bei deiner Bekehrung gewesen. Mein lieber Freund, es war nicht allein deine Entscheidung. Lass mich das mal so ganz deutlich sagen. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, die dich berührt hat, die dir Sündenerkenntnis geschenkt hat, die dir Gotteserkenntnis geschenkt hat. Es war nicht allein deine Entscheidung, glaub mir. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Und weil das so ist, weil der Heilige Geist Leben geschenkt hat in dir, weil der Heilige Geist die Wiedergeburt geschenkt hat, weil du durch den Heiligen Geist wiedergeboren bist, soll dein ganzes Leben was sein? Getrieben von dem Heiligen Geist, inspiriert durch den Heiligen Geist, bekräftigt und vorangebracht durch den Heiligen Geist. Vielleicht könnte man das, was der Paulus hier sagt, mal so umschreiben. Das steht jetzt so nicht in diesem 12. Kapitel, aber manchmal hilft es ja, eine Umschreibung zu finden von all dem, was ich bisher gesagt habe. Wenn man das so versuchen würde, dann glaube ich, meint der Paulus Folgendes, was er auch uns sagen würde. Liebe Gemeinde Bochum, liebe freie Christengemeinde Bochum, bevor ich euch erkläre, wie es sich mit den geistlichen Gaben verhält, möchte ich euch zuerst daran erinnern, dass ihr durch die Kraft Gottes, und das ist der Heilige Geist, gerettet worden seid. Aus euch heraus konntet ihr das nicht tun. Vergesst bitte niemals, dass dies die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist. Ansonsten setzt ihr falsche Schwerpunkte, die euch als Gemeinde schaden werden. Ich sage ganz bewusst, das ist eine Umschreibung von all dem, was ich bisher gesagt habe. Das steht so nicht in dem Wort Gottes. Aber mit all dem, was wir uns versucht haben, gerade eben zu erarbeiten, denke ich, ist das genau das, was der Paulus gemeint hat. Ich möchte euch nicht in Unklaren lassen über die Geistesgaben, aber bevor ich das mache, erinnert euch, das, was die Aufgabe des Heiligen Geistes zuerst ist, ist, dass er Buße, Sündenerkenntnis, Gotteserkenntnis und Wiedergeburt herbeiführt. Das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Und alles andere kommt danach. Alles andere ist eine Folge dessen, aber das ist die Grundvoraussetzung. Halten wir fest. Der Heilige Geist ist die einzige Macht, die dich aus der Sünde herausreißen kann. Der Heilige Geist ist die einzige Macht, die Buße in dir bewirkt. Das kannst du in dir nicht tun. Mein lieber Freund, dein Fleisch wird niemals Buße wollen. Das kennst du doch aus deinem Leben. Dein alter Mensch will nicht Buße tun. Dein alter Mensch versucht, sich zu rechtfertigen. Das willst du nicht tun. Das ist was? Der Heilige Geist in dir. Der Heilige Geist wird in dir Umkehr bewirken. Dein alter Mensch, dein Fleisch will das nicht. Dein alter Mensch, dein alter Fleisch, das alte Fleisch, der alte Adam will, dass alles so bleibt wie bisher und weiter sündigen und das ist ja schön und gut und wird versuchen, alles zu rechtfertigen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, da wo du Buße tust und da wo du umkehrst. Und beim Nachdenken, das ist vielleicht der zweite Gedanke, so das zweite Extrakt erstmal für uns zum Festhalten, über die geistlichen Gaben dürfen wir niemals vergessen, dass das zuerst die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist. Amen. Dazu ist der Heilige Geist gesandt. Schaut euch mal das an, was Jesus über den Heiligen Geist, über den Tröster sagt.
Finden wir als Pfingster das nicht manchmal ganz schön frustrierend, dass da nichts über Geistesgaben steht? Steht nichts über Geistesgaben. Was steht da? Der Heilige Geist wird uns von Sünde überführen. Hatten wir, schreibt Paulus hier. Der Heilige Geist wird Christus verherrlichen. Hatten wir auch hier. Niemand wird ohne den Heiligen Geist sagen können, Jesus ist Herr. Das ist das, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Und darüber redet Paulus hier zuallererst. Gut, jetzt aber, wir Pfingster, Charismatiker, jetzt kommen wir zum Zug. Zweitens, zweiter Hauptpunkt, das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe dazu mal zwei Hauptgedanken zu diesem Überpunkt. Wenn es ein Wort gibt, das du vielleicht in deiner Bibel in diesen Versen unterstreichen solltest, dann ist es das Wort Verschiedenheit oder Unterschiedlichkeit. Schaut mal in den vierten Vers hinein, 1. Korinther 12. Wenn ich schnipse, sagt ihr verschiedene, okay? Ja, machen wir das mal so. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Hat ihr gemerkt? Verschiedene Unterschiedlichkeit. Ich glaube, es kann gar nicht oft genug betont werden, dass Gott die Vielfalt liebt. Dass Gott die Unterschiedlichkeit liebt. Er hat eine Vorliebe dafür. Ich meine, wir kennen das, ich habe das schon öfters gesagt, schauen wir uns mal gegenseitig an, wir sind so, so unterschiedlich und geh mal morgen Nachmittag durch die Innenstadt von Bochum und erfreu dich an Gottes Schöpfung, also an den Menschen, die er gemacht hat. Hey, unser Gott ist wirklich kreativ. Er liebt die Verschiedenartigkeit. Und eben weil er die Verschiedenheit, die Unterschiedlichkeit liebt, spiegelt das auch seine Gaben wider. Gott hat verschiedene und unterschiedliche Gaben seiner Gemeinde gegeben. Und das ist das, ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Wochen mit diesen Texten, das ist das, was ich für mich hauptsächlich daraus nehme. Bitte lasst uns Gott doch nicht in einen Kasten stecken und das Wirken des Heiligen Geistes und erwarten, also nur so. Und wenn so nicht, dann bin ich nicht einverstanden. Liebe Geschwister, Freunde, so ist Gott nicht. Er ist verschieden. Er ist kreativ, er wirkt vielfältig unter uns. Und dann sagt Paulus in diesem siebten Vers noch was anderes. Ich formuliere das mal ein wenig überspitzt, gerade für uns auch als Freie Christengemeinde Bochum. Und ich beziehe mich da mal ganz, ganz bewusst mit ein. Das Kriterium für Geistlichkeit oder das Kriterium dafür, dass der Heilige Geist wirkt, das Kriterium für göttliche Echtheit, und jetzt hörst du vielleicht etwas, woran du dich stoßen wirst, aber bitte nimm das mal als Impuls, ist nicht die Emotionalität, die Gefühle, die du spürst in einem Gottesdienst oder das Spektakel, das du spürst oder das du haben möchtest, sondern jetzt kommt's. Bei all den ganzen Geistesgaben, mit denen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden, geht es nicht um dich, sondern um wen geht es? Schauen wir in Vers 7 rein. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Es geht bei den Geistesgaben, die Gott dir schenkt, nicht um dich, damit du dich profilierst, damit du dich gut fühlst, damit du etwas erlebst, sondern Gott gibt dir Gnadengaben, Gott gibt dir Geistesgaben, damit du anderen dienst. Das ist das Nummer 1 Kriterium, wenn wir uns fragen, woran erkennen wir, ob eine Gabe, die wir sehen, die wir empfinden, wirklich echt ist oder wirklich eine Gnadengabe. Das Kriterium lautet, wenn sie dem anderen dient und wenn sie nicht dir dient. Genau das muss das Ziel sein. Wenn du dich nach Gnadengaben sehnst und in diesen leben möchtest, dann beginne
zu dienen. Wenn du dich ausstreckst, dass Gott dich gebraucht durch geistliche Gaben, dann beginne zu beten: Herr, ich möchte dir dienen und ich möchte meinen Geschwistern in der Gemeinde dienen. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich mich gut fühle. Es geht auch nicht darum, dass der Pastor denkt oder mal erkennt, was für ein Potenzial ich habe oder die Ältesten. Sondern es geht einzig und allein darum, dass wir den anderen dienen. Deswegen schenkt Gott Gnadengaben. Und wenn wir das aus den Augen verlieren, und so spitz möchte ich das mal formulieren, missbrauchen wir die Gnadengaben Gottes. Und ich möchte hier nicht Personen bei Namen nennen, bekannte Personen im charismatischen Bereich, die wirklich diese Gnadengabe, die Gott ihnen gegeben hat, für ihre eigenen Zwecke missbraucht haben. Sie sind nicht mehr da, um andere zu dienen, sondern die Gnadengabe ist dazu da, dass ihnen gedient wird. Also halten wir hier mal ganz kurz fest. Es gibt verschiedene Dienste, es gibt verschiedene Gnadengaben und all diese Dienste, all diese Gnadengaben sind dazu da, dass den Menschen in der Gemeinde gedient wird. Noch etwas anderes ist mir in diesen Versen aufgefallen und das habe ich mal mit göttliches Teamwork beim Bau seines Reiches überschrieben. Göttliches Teamwork. Schauen wir nochmal in Vers 4 und Vers 5 hinein. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 4 und Vers 5. Da steht nämlich was ganz, ganz Interessantes. Ist okay, kann liegen bleiben, ist kein Problem. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Halten wir fest, Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Halten wir fest, Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen und es ist derselbe Gott. Wovon ist hier die Rede? Die Rede ist hier von dem Geist. Die Rede ist hier von dem Herrn, also von dem Herrn Jesus, weil Paulus ja vorher davon gesprochen hat, dass niemand ohne den Heiligen Geist sagen kann, Jesus ist Herr. Also hier ist die Rede von Jesus. Und schließlich ist die Rede von wem? Von Gott selber. Göttliches Teamwork. Der Heilige Geist, der Sohn und der Vater bewirken die Gnadengaben. Der Geist Gottes, der Sohn und der Vater sind dazu da, um sein Reich, Gottes Reich zu bauen und das tun sie als Team in ihrer Unterschiedlichkeit. Und lasst es mich ja so sagen, der Heilige Geist ist dabei das ausführende Organ. Das heißt aber nicht, dass Gott Vater und Gott Sohn unbeteiligt wären oder dass es egal ist, was sie denken. Nein, nein, er ist nur das ausführende Organ, der ausführende Geist. Denn in Vers 11 lesen wir, was das alles bewirkt, ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besonderen Gaben zu. Schaut mal, wie er will, nicht wie du willst. Wie er will. Und weil der Ursprung der Gaben und der Dienste aus diesem göttlichen Teamwork entspringt, und das ist jetzt eine Schlussfolgerung für uns als Gemeinde, sollen wir auch in der Unterschiedlichkeit miteinander was im Team arbeiten. Das ist nicht zu sehr um die Ecke gedacht. Wenn Gott in seiner ganzen Fülle, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, wirkt und etwas tut und nicht nur irgendwie den Heiligen Geist, es ist dein Job, es ist egal, sonst egal, was du machst, nein, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind beteiligt als Team, so sollen auch wir als Team in der Gemeinde zusammenarbeiten, vor allen Dingen auch dann, wenn es um die Gnadengaben und die Geistesgaben Gottes geht. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Gabenvielfalt Gottes. Ihr könnt das zu Hause vielleicht auch noch mal nachlesen. 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Da werden eine ganze Menge Gaben
aufgelistet und aufgezählt, aber ich möchte von vornherein Folgendes sagen, möchte von vornherein dir Folgendes